Ja, wie es das Losglück wollte, sind wir jetzt im Tierheim Süderstraße angekommen. Und hier werden wir gleich, wie von Lichtblick und uns im Adventskalender verlost, den Tannenbaum aufbauen, gemeinsam mit Connor und Mauri, die hoffentlich gleich kommen werden. Und entsprechend den Eingangsbereich hier im Tierheim ein bisschen schmücken, damit alle Leute, die vielleicht über Weihnachten hier arbeiten müssen oder das ein oder andere Tier vorbeibringen müssen, wenigstens ein bisschen weihnachtliche Deko sich anschauen können. Und wenn ich mich umgucke, glaube ich, sehe ich sogar die beiden schon. Hi! Nice to see you. The tree is there. Hi, Mauri. Hi, Connor. Yeah, so let's go inside. Go. Is it heavy? I'm more heavy. Go you first. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Okay, so I think we can go over there. Gerade die Weihnachtszeit, ich habe eben schon gesagt, ihr seid sehr oft genannt worden als Einrichtung, in die wir kommen könnten. Warum ist gerade die Weihnachtszeit im Tierheim so eine besondere Zeit? Vielleicht kannst du das noch mal einmal erklären. Also die Weihnachtszeit ist natürlich für uns ganz besonders, weil leider doch viele Leute vor den Weihnachtstagen ihre alten Tiere hier abgeben. Und manche nehmen dann auch Leine und Halsband wieder mit. Und man hat dann irgendwie den Eindruck, vielleicht sitzt abends schon der neue, junge, schöne Hund unterm Tannenbaum und die Tiere werden einfach getauscht. Und wir erleben leider auch nach den Weihnachtsfeiertagen, dass Tiere als Tiere verschenkt wurden, einfach so als Geschenk, als Sache und bei den Beschenkten gar nicht so gut ankommen und dann auch wieder hier landen. Und auch da würden wir uns wünschen, wenn jemand ein Tier verschenken möchte, dann sollte er erst mit demjenigen sprechen, vielleicht einen Gutschein verschenken und dann sollte die ganze Familie nach den Feiertagen hier in Ruhe mal ins Tierheim kommen und gucken, ob hier vielleicht die passende Katze oder der passende Hund sitzt. Was kann man denn sonst machen, um euch zu unterstützen, wenn man nicht gerade Weihnachtsbaum vorbeibringt? Also wir sind total dankbar über alle ehrenamtliche Hilfe. Sei es, dass man mit Zwinger sauber macht, dass man die Tiere mit versorgt, dass man zum Beispiel auch Fellpflege macht. Einfach so ein bisschen Social Kontakt. Man kann hier den Katzen vorlesen. Man kann mit den Hunden spazieren gehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, hier zu unterstützen. Und die beiden haben es ja vorgemacht, was man alles so machen kann. Ja, ich hoffe, Mauri kriegen wir noch auf den Fußballplatz zurück und haben wir jetzt nicht hierher verloren. Where do you celebrate Christmas this year? In Australia. Let's go. Maybe I go to Brazil. Yeah? Yeah? How's the weather at your hometown? Now, in Brazil? Yeah, yeah, both. 35 degrees. Wow. I have a little surprise for you. I can already tell you, because Cello's here as well today, so he will just come in a second. Think. He's here? Yeah. Oh. So there's Cello. Oh. Cello's here. Oh. And he's here. Oh, what a cute dog. What do you say about his name? Cello. 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 It's Cello, Cello, Cello. Er ist vermittelt, ne? Nee, next week. Next week, next week he's get into his home. Oh, he's like, on Christmas he's home. He's oh. Home. What well, lovely. Ich fand es ganz toll und es ist ein unheimlicher, toller Spirit, den die beiden auch mitgebracht haben, den ihr mitgebracht habt und man hat gesehen, die beiden hatten auch eine schöne Verbindung zu den Tieren und das ist das, was wir uns ja von allen Menschen eigentlich wünschen. Auch wenn es Liebe auf den ersten Blick ist, dass man aber feststellt, passt nicht in mein Leben, aber ich tue etwas dafür vielleicht, dass die doch schnell vermittelt werden. Let's go! Hey! Ja, dann war es das von uns. Ich würde sagen, der Baum sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Der kann ja über Weihnachten bleiben. Die beiden Jungs haben noch einen guten Eindruck von dem Tierheim gewonnen. Ich glaube, Mauri hat ungefähr die Hälfte aller Tiere adoptiert oder auch umgekehrt. Also ich finde, das war
Ja, schön anzugucken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, vielen Dank auch an Lichtblick, die diesen Baum hier ermöglicht haben, dass er hier jetzt stehen kann. Und wir hoffen, dass, wie gesagt, alle Mitarbeitenden, die hier über die Feiertage sind, ihren Spaß damit haben und möglichst wenig Tiere den sehen müssen, weil sie hier nicht abgegeben werden. Wenn nur alle, die jetzt rauskommen und abgeholt werden und hoffentlich ja, vermittelt sind. In dem Sinne, schöne Weihnachtstage euch und bis bald. Bye. Bye.